Fall werdet sicher noch besser. Jetzt wählen wir eine Mission aus. Prophezeiung hin oder her, es tut gut, dich wiederzusehen. Was auch immer die Prophezeiung ist. Und du siehst älter aus. Dafür sind die jünger. Wie lang war ich in der Gruft, Sarah? Nicht mehr als ein paar Jahrhunderte. Ja, das geht ja. Du hast uns gefehlt. Jahrhunderte? Was ist mit Lilith? Von dir zu Fall gebracht. Bis jetzt. Mama ist wieder da. Also, apropos Lilith. Tony? Was? Junior hat doch selbst nach Lilith gefragt. Tony? Das bin ich. Tony, das sind Carol und der da Dr. Spooky. Wir helfen. Ne, du bist Roboman. Helfen? Wobei denn genau? Was weiß ich, das Zauberamulett in den Vulkan werfen, den großen Drachen erlegen? Sag du es uns, Junior. Letzten Endes bist du ja auserwählt. Kannst du dich an die letzte Begegnung erinnern, mein Kind? Da war eine Stimme. Die Gesichter sind so matschig, irgendwie als ob die nicht ganz scharf wären, habe ich das Gefühl. Eine Stimme? Mehr nicht? Eine Stimme? Damit sollen wir arbeiten? Die lange Grabruhe zeigt wohl Folgen. Kaum ein Problem. Mein Sanktum hat alles, was nötig ist, um der Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Ich bitte Wanda, die notwendigen Rituale vorzubereiten. Ja, nichts leichter als das. Damit haben wir das Spiel wohl abgeschlossen. Was? Nur die Mailbox? Von wegen Meister der Magie. Wahrscheinlich mystische Störungen, verursacht von deiner kleinen Taschendimension. Vielleicht kann Agatha helfen. Darf ich? Bitte. Alatu. Wow, was für ein Netz hast du da laufen? Das allsehende Auge Ereshkigals. Eingefasst in magisches babylonisches Seelenglas. Wir sagen einfach Spiegeltafel. Wanda, eine dunkle Macht stemmt gegen die Barriere. Steven, wo bist du? Unmöglich. Okay. Wanda ist in Gefahr. Wanda ist gefährlich. Das auch. Ich gehe. Du wirst natürlich meine Hilfe brauchen. Dann nichts wie los, Dr. Spooky. Unsere Jagd beginnt jetzt. Roboman und Dr. Spooky. Großartig. Kann ich hier nochmal... Warte. Hier wird es wahrscheinlich ziemlich hektisch. Ja, hier wird es ziemlich hektisch. Optionen. Wenn es hier nochmal was mit 90 gäbe oder so, das wäre nochmal schön. Wir müssen mal ein bisschen die Sachen doch hoch runtersetzen, ne? Sonst habe ich Probleme im Stream hier. So. Los geht's. Achso. Nee. Wir lernen. Wir speichern. Auch wenn es Autospeichern gibt. Was ist denn die Frage, wenn ihr wisst, was hier der Shortkey dafür ist, dann los. Für Quicksaven. Bei allem, was gerade passiert, können wir es uns nicht leisten, den Kontakt zum Sanktum zu verlieren und zu Wanda. Ja. Das wäre nicht so gut. Alright. Schwierigkeitsgrad normal. Hätte ich das mal lieber gemacht. Sanktum enthält... Okay, wir müssen zum Sanktum. Kriegen wir hin. Dr. Strange, Karte. Okay, das... gibt es anscheinend noch viel, was wir entdecken können hier. Bist du bereit? Die Prophezeiung der Mitternachtssonne wartet nicht. Und das sollten wir auch nicht tun. Lilith gehört das Darkhold. Wenn sie einmal in mein Sanctum Sanctorum eindringen konnte, kann sie das wieder tun. Du bist ein Meister der Magie. Kannst du ihre Züge nicht vorhersagen?
Normalerweise ja. Aber da deine Mutter in das Sanktum eingedrungen ist, fühlt sich die Zukunft für mich irgendwie samtig an. Ist das aus einer anderen Sprache oder... Verschwommen. Meine Vorhersagen sind verschwommen. Zum ersten Mal kann ich als Meister der Magie nicht die Entwicklung der Zukunft voraussehen. Und da mein Lehrling in Gefahr ist, dürfen wir nicht zögern. Na dann, lieber. Wir retten dein Zuhause. Kann sich dein Lehrling gegen Lilith behaupten? Was ist denn so wichtig am Sanktum? Dingensbums? Nee. Ach, wir sind zuversichtlich. Dein Sanktum wird überleben. Dafür sorgen wir. In der Tat. Das Sanktum hat über die Jahre so manche Krise überstanden. Leystürme, aufbrausende Überirdische, Probleme mit der Bauaufsicht. Aber diesmal scheint es anders zu sein. Ich zweifle nicht an Wandas Fähigkeiten. Doch ohne meine Weissagungen ist im Notfall auch keine Verstärkung der Schutzbanne möglich. Doch die sind in die Struktur des Sanktum integriert und müssten eigentlich halten. Jedenfalls wird sich zu gegebener Zeit alles offenbaren. Wir sollten sie nutzen, solange sie noch funktioniert. Limbo-Portal, nähere dich dem Podest. Okay, Wir sollten uns beeilen. So gerne ich mir auch... Wanda kann die Schutzbanne aufrechterhalten. Ich hab mich doch schon auf den Weg gemacht. Aber wir sollten uns beeilen. Sehr gut. Die wilden Klippen. Na, ich wollte noch ein bisschen gucken... Wurde Zeit. Zeit allein reicht nicht aus, Mr. Brooks. Zeit, Raum, Realität. Die Bausteine der Magie. Boah. Alles muss stabil sein, damit meine Portale funktionieren. Und wie wir wissen, ist das nicht mehr der Fall. Haben wir gehört. Des Öfteren. Andernfalls würde ich immer noch Dread Maidens in meinen Träumen jagen. Ganz recht. Und auch wenn ich diese... Aussicht zweifellos genieße, sehe ich nicht, wie das unsere Rückkehr zum Sanktum beschleunigt. Magic ist die Lösung. Nein, wie ich gerade erwähnte, ist Magie das Problem. Deine Magie. Nicht unsere. Der Boden, auf dem du stehst, existiert in zwei Welten. Ein mystischer Ankerpunkt für Ilyanas Welt, der es ihr erlaubt. Ach, soll sie es dir zeigen? Bitte. Ich will das sehen. Na los. Jetzt ein bisschen was von Wolverine, finde ich. Jetzt nicht mehr. Faszinierend. Gibt es noch Fragen? Nö. Passt schon. Wanda gehört hierher. Bring sie wohlbehalten zurück. Jawohl, machen wir. Auf geht's. Los! Dir da sicher? Denn ich spüre jede Menge. Dunkle Energie. Du fühlst dich beobachtet. Krasser Höllenschlund-Vibe. Ja. All diese möglichen Realitäten zugleich? Beeindruckende Leistung, Miss Rasputina. Besonders in solch jungem Alter. Scheiße. Wenn du das irre findest... Warte, bis du Manhattan der Gegenpart, also nicht Gegenpart, sondern ne, und zwar wir als weiblich. Ab hier kann Magic Tore öffnen, die zu jedem Punkt des Planeten führen und darüber hinaus. Wir wollen die Schutzbanne des Sanktums nicht zerstören, Doktor. Darum haben wir einen sicheren Ausgang ein paar Blocks weiter gewählt. Ja, wo müssen Sie jetzt hin? Da rein? Kaum schlimmer werden als letztes Mal. Das war nur eine simple Fehlkommunikation. Ocean Avenue. Ich sagte Ocean Avenue, Magic. Ja, wo kommen wir jetzt raus? Das ist die große Frage, ne? Mal gucken. Nein, doch, das könnte es sein.
Tipp zum Gameplay. Baue Nikos Kampftherapie für Besorgung, um verwundete Helden am einzigen Tag zu heilen. Aha. Geheilte Helden erhalten außerdem einen starken Kampfbonus. Nice. Okay. Dann sind wir zurück. Auf Broadway Show, ich glaub's halt. Hey, ich geh hier. Ich hatte heute nur einen Weg. I'm walking here. Dass die Leute das nicht komisch finden, dass da alles los ist. Frech, ja, immerhin wissen wir, dass die Schutzbeine noch halten. Nicht mehr lange. Wir beeilen uns lieber. Na, wen haben wir denn da? Die Spielverderber. Arm Alpha in Position. Dedicated Hydra-Offizier mit Leib und Seele dabei. Hier kommt niemand durch. Willkommen in New York. Danke. Batman. Falsches Universum, ich weiß. Besiege alle Gegner, um den Kampf abzuschließen. So. Ich zögere, das als gute Neuigkeit zu bezeichnen. Ja. Aber ich sehe nur minimalen Hydra-Widerstand zwischen dir und dem Sanktum. Das täuscht vermutlich. Diese Fußsoldaten stecken garantiert nicht hinter der Störung der Schutzbanne. Robocop. Das ist der Robomob hier. So, hier haben wir ein bisschen Zeitung. Damit wir Leute erwischen können, aber das können wir noch nicht machen. Wir können einmal hier heilen. Das brauchen wir aber nicht. Schneller Angriff. Hier haben wir nicht genügend Heldenmut. Schneller Angriff. Zurückwerfen. Schnell. Angriffe mit dem Schlüsselwort schnell erstatten dir die Aktion zurück, wenn du damit einen Gegner K.O. schlägst. Tipp, setze schnelle Karten gegen Schergen ein, um die Garantier K.O. zu setzen und eine Karte... Okay, das ist natürlich geil. Also ich könnte den jetzt hier K.O. machen. Den muss ich... Also so würde ich, ich muss ja einen K.O. machen. Da kann ich zwei beschädigen. Ja, der andere steht schön abseits, das stimmt. Und ich glaube, hier kriegen wir einen coolen Effekt. Komm, wir machen das einfach mal. Jetzt machen wir mal den schönen Effekt. Offenbar reicht unser Ruf nicht aus. So, jetzt haben wir unsere Aktion erstattet gekriegt. Also einen Aktionspunkt. Schattenpeitsche. Kraftvolles Zurückwerfen. In eine beliebige Richtung legen. Lege eine zufällige Karte ab. Wir müssen eine Karte ablegen. Das ist ein Mega-Scheiße. Lebensraub. Können wir auch nochmal zurückwerfen. Ja. So. Das ist ein krasser Move. Jetzt haben wir zwei Punkte. Kraftvolles Zurückwerfen. Stoße das Ziel in eine Richtung und verursache Schaden, wenn es durch eine andere Einheit oder ein Objekt hindurchfliegt oder darauf aufprallt. Verdoppelte Distanz und Schaden von Zurückwerfen. Aber was ist das andere? Verbesserung anzeigen. Aber ich will keine Karte ablegen, nochmal zusätzlich. Das verstehe ich gerade nicht so genau. Lege eine zufällige Karte ab. Muss ich dann eine von hier ablegen? Hey.
mit Tod. Wir probieren das mal aus. Teil dem hier. Okay, also geht dann wirklich eine zufällige weg. Und Heldenmut weg. Mist, also nicht so gut. Kann ich leider nichts mehr machen. Aber wir haben gelernt. Das sollte eigentlich nicht wehtun. Was ist das für ein Typ? Wie viele wollen den Meister der Magie denn noch herausfordern? Was für ein Scheiß. Ja, es kommen natürlich noch neue dazu, ist ja klar. Vergeude die Chance nicht. Unverstärkung. Die Gamma-Werte in der Gegend nehmen weiter zu. Gehen wir mal davon aus, dass das nicht gut ist. Okay, Skill. Gamma hin oder her, ja? Ich spüre hier die Hand meiner Mutter am Werk. Ja, das spüre ich auch. Gewährt die Heldenkarten auf deiner Hand plus 5 Schaden, bis sie gespielt oder abgelegt werden. Verkettung. Wähle mehrere Ziele aus. Okay, dann mal spielen wir erstmal das hier. Das dürfte mir im Kampf helfen. Okay, jetzt war hier 10 Schaden. 10 die letzten gespielten beiden Angriffe. Warte mal. Hier, das ist doch hier. Uns ja keine Aktion. Wende 2 Schwächen an, verbessert mit 4 Heldenmut plus 15 Schaden. Nee, haben wir aber noch nicht. Okay, probieren wir mal das hier. Und dann. Ein Moment. 4 Aktionen in der nächsten Runde. Genau das Richtige für diesen Kampf. Wir haben jetzt 4 Heldenmut. Stelle Gesundheit in Höhe des verursachten Schadens wieder her. 25. Dann können wir den nicht töten. Ist schon verbessert, der hat einen Bonus verringert Offensive um. Machen wir verketten. Ah, Mist. Kommt als shit, das war die falsche. Ja, ach nee, das war doof. Das ist ein paar für uns übrig. Das war doof. Ich dachte, ich kann noch mal bestätigen. Ich wollte ja nicht den hier haben. Ja. Ein Manöver haben wir noch, aber. Aber da treffe ich keinen. Hier ist ja niemand. Der ist da außer Reichweite. Okay. Wir müssen uns zusammenreißen. Das vergesse ich nicht. Bring mir nach. Das wird mich verlangsamen. Jetzt verbessert er den. Konter, okay. Wanda ruft mich. Ich fühle, wie sie kämpft. Ich muss mich konzentrieren. Und... Ah! Gut, das mache ich nie wieder. Was auch immer da passiert ist. Nein, das ist eine falsche Seite. Kostet mich das was? Das ist ja auch eine Frage, ob mich das jetzt was an Dings kostet. Wenn der 2x35 Schaden, der hat ja 30.